Hallihallo und wieder willkommen zurück hier beim Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt. Auf der Citadel immer noch. Und wir werden Cerberus dafür büßen lassen, was wir hier gemacht haben. Nach dem wir den ausgeschaltet haben hier. Ich warte noch ein bisschen nach oben, nicht durch, bis ich den. Und ich sehe den Atlas auch so schon durchlaufen. So, wie viel Schaden mache ich denn an dem Atlas mit der wieder? Komm, das ist ja der Panzerkiller eigentlich. Schlechthin müsste eigentlich durch das Glas locker durchgehen. Eigentlich müsste das Ding instant sterben, wenn ich da durchschieße. Dann könnte ich ihn erobern. Yeah, Fahrstuhl! Ein Schuss. Der goldene Schuss. Bams! Gut, und dir dann. So. Den lassen wir mal ein bisschen in der Luft tanzen. Ich gucke hier. Munition. Okay. Jetzt müssen wir nicht mehr tanzen lassen. Jetzt können wir ihn noch eliminieren. Wenn er nicht schon tot wäre. Well, he died. Liegt hier noch irgendwas rum? Wir haben immer noch keinen einzigen Mod hier gefunden. Das ist voll mit Märkten, voll mit Schwarzhändlern, Schwarzmarkthändlern. Wir haben hier noch kein bisschen was gefunden. Oder? Doch, klar, wir haben in der C-Sicherheit da mal was gefunden. Aber hier noch nicht. Was laber ich denn da? Wir haben noch nichts gefunden, klar. In der C-Sicherheit haben wir schon. Was ich zurück. Mann, hier sollte man drauf achten, was ich hier überhaupt sage. Der verfolgt uns nicht, wir verfolgen ihn, würde ich mal sagen. Taschenlampe? Es leuchtet. Okay, ich bin im Schaft. Festhalten, das wird eine schnelle Fahrt. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Sehr gut. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Ich höre Tschüss. Strom neutralisiert. Für den Moment. Ja. Schön an den Kopf. Was? Wo? Ich sehe vielleicht doch mal langsam zum Harrier. Kann hier auch nochmal meine Muni rein. Und tschüss. Bevor das Phantom überhaupt rüberkommen konnte. Schlechte Nachrichten. Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ja, wie weit geht's denn noch? Über uns. Komm, spring auf unser Fahrstuhl rüber. Ich weiß auch, dass du hier gerade rüber gesprungen bist. Gell? Wie viele Fahrstühle hat das Ding hier eigentlich? Wie viele können auf einer so einer Schiene überhaupt fahren? Shepard? Ich sehe sie. Springen! Jachsala! Dieses Geräusch. Schützen! Runter! Uns, er gehört zu Cerberus. Ganz ruhig. Ich mach das. Alle beruhigen sich. Ich kann alles erklären. Sie bedrohen einen Ratsherrn. Das sieht nicht gut aus. Es ist keine Zeit zum Verhandeln. Sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter. Der salarianische Ratsherr hat es bestätigt. Dafür haben Sie keine Beweise. Wie üblich. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die sie alle erschießen, sobald sie die Tür öffnen.
Wir haben Shepard schon mal misstraut. Ein großer Fehler. Das stimmt. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Wehe, ich muss das bereuen. Niemals. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit! Oh shit. Eine Waffe! Ach, soll's. Man muss auch mal wieder was Böses tun, ne? Ich mochte den Typ sowieso noch nie. Er hat uns immer mit einer Waffe bedroht. Die Tür! Wer weiß, vielleicht hätte sonst Kai da anders gemacht. Bailey? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben sie bereits alles im Griff. Etwas stimmt nicht. Sie sagten, Cerberus sei hinter uns her. Wo sind ihre Soldaten? Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Jetzt haben sie mein Leben schon zweimal gerettet, Shepard. Ich stehe persönlich und im Namen von Pelevan in ihrer Schuld. Vielleicht war es auch Bailey. Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Commander, haben Sie eine Ahnung, was der Unbekannte damit bezweckt hat? Nein, keine Ahnung. Nicht. Aber ich finde es raus. So, die Wirtschaft sind alle misstrauisch. Also, wie könnte es gerade jeder sein von denen? Eine Million andere Orte sichern. Bewegung! Sehr merkwürdig. Und endlich so Dino tot, ey. Hat schon viel zu lange verdient. Finde ich zumindest. Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Ich glaube, wir pissen dem Unbekannten langsam aber sicher richtig schön ans Bein. Das gefällt mir. Und da hab ich mal gekriegt. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Odinas Plan aufgeht. Übrigens, ihr Freund Thane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Kepler-Syndrom? Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein, wenn Sie ihn sehen wollen. Dann besser jetzt. Ja, das machen wir natürlich. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Er selbst sei ein Held. Das ist ziemlich hochnäsig, wenn er das von sich selbst behauptet. Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Ja, sieht man. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Udina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ja, aber wie geht's der Verletzung? Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn Sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Udina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Udina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Hatte schon seinen Grund, warum ich in Mass Effect 1 nie Udina als Ratsherr haben wollte. Von Anfang an, ey. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer.
Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Odina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Was macht die Familie? Haben Sie irgendwas von Ihrer Familie gehört? Nein, nichts. Oh Mann. Dabei wollte ich meiner Ex-Frau unbedingt noch einiges sagen. Wie mit dich. Und meine Kinder auf der Erde. Ich wollte sie besuchen. Der erste Urlaub seit Jahren. Musste wegen der Beförderung jedoch absagen. Nicht die Hoffnung aufgeben. Danke, Shepard. Ich versuche gar nicht daran zu denken. Wie geht die Citadel jetzt? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet. Und geweint. Mal wieder nach einem Angriff auf die Citadel. Sie sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Keine Zeit zum Ausruhen. Ja, für Sie auch schon. Ja gut. Der letzte Krieg, das bezweifle ich. Wird wieder irgendwas gefunden werden, wo sie sich dann gegenseitig bekriegen können. Ich glaube, der Frieden nach der Reaper-Invasion wird das mir nicht lange anhalten. Das ist so mal so in der Natur. Nicht nur der Menschen. Oh, neue Sachen. Rosenkopf-Materials-Beinschienen. Wärmestabilisatoren. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir mal mit. Chakramwerfer. Zivildeportationsanweisung. Commander Bailey hat Unterstützung bei einem Trickbetrüger angefordert, der Flüchtlinge ausnimmt. Er nutzt Gesetzeslücken aus, um seine Verhaftung hinauszuzögern. Ein Inspektorbefehl würde Zielsicherheit ermöglichen, den Mann umgehend von der Zitadelle zu verweisen. Klar. Runter mit dem Abschauen. Schaum. Wenn das nicht mal dieser Typ war, der uns mal so ein Quasar-Spielgerät untergemogelt, dann meint ihr so, zeichnen sie ein paar Spiele auf. Und wie so, nö. Cerberus hat seine Chiffrierung geändert und unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Unsere besten Teams arbeiten zwar in Schichten daran, aber bis die Sicherheit der Citadel-Systeme gewährleistet werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Ach, das ist natürlich blöd. Wenn wir einige ihrer Verschlüsselungstools hätten. Oder vielleicht ein paar Beispielcodes. Ich verstehe. Wir versuchen es weiter. Das heißt also, wir müssen hier auch irgendwie wieder was für ihn finden, was wir ihm in die Hand drücken können und sagen können, hier, take this. So, verdammt. Naja, es gibt keinen menschlichen Ratsherr mehr. Das ist natürlich wieder so eine Position. Menschen wollten an die Macht, Menschen wollten die ganze Macht, Menschen wurden zurückgedrängt, Menschen sind böse. Diplomatische Unterstützung benötigen, können wir schnell Hilfe leisten. Das ist ja wunderbar. Dann können Sie mir auch dabei helfen, meine Tochter zur Familie meiner Frau zurückzuschicken? Ich fürchte, das könnte sich als schwierig erweisen. Okay. Och, die alte Dame ist gar nicht mehr da. Oder ist sie das da hinten? Könnte die das sein? Ich weiß es nicht. Schade, dass sie nicht mehr da ist. Oh. Ich vermisse sie. Schätzchen, reden Sie mich doch mit Vornamen an. Oh, das ist aber unhöflich, dass Sie mich mit Vornamen anreden. Wie sollen wir die Schritte eines Feindes von dir sagen, den wir nicht verstehen? Umleiten zu... Oh, Mist, haben wir irgendwelche KI-aktivierten Fragmente der Sovereign? Reaper-Code, den ich analysieren könnte? Hey! Na gut, dann schieb mich nicht weg! Gemeinheit. Okay, der können wir auch noch nichts geben, aber wissen wir auch schon mal, dass wir irgendwas für die suchen müssen. Was haben wir hier für einen Menschenaufstand? Okay, die wollen die Zielsicherheit wohl fertig machen. Lass mich durch. Ich bin Spectre. Ich darf das. Nichts. Okay, hier können wir nur dieses Ding abgeben. Das haben wir natürlich schon mal gemacht irgendwann. Also in der nächsten Folge besuchen wir mal Zane. Wir gucken uns noch die anderen Wartebereiche der Docks und so an. Aber dann würde ich auch schon mal sagen, Folge schon lang genug. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's von mir, euer Punkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.